Okay. Zack. Nein. So, das hätten wir. Auf in den nächsten Tempel. Aber hier rauf. Genau. Denn ich bin quasi so dran vorbeigesprungen, dass ich eben nicht treffe. Das darfst du auch keinem erzählen. Déjà-vu, déjà-vu. Ich will nicht sagen, aber Long benutzt das Schwert, als sei es ein Pogo-Stick. Ja, wie Dagobert Duck. Mit seinem Stäbchen. Hast du ein Problem damit? Viermal. Viermal treffen. Mann, Mann, Mann. Oh Mann, das darfst du keinem erzählen. Einfach laufen, 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 laufen. So. Glaube nicht, dass das so eine gute Idee war. Da wir kein weiteres Extra-Life mehr haben. Da kommt jetzt ein Skelett. Ich brauche aber Mana. Hier kriege ich kein Mana. Tschüss, Raum, war ein kleiner Dritter. Keine Ahnung. Und wir sind tot.
Wow! Ich hätte es gefeiert, hätte eine rote Flasche gegeben. Oh. Jetzt haben wir auch noch Ritter, die was schießen. Oh Gott. Ritter, die was schießen. Ja, wunderprächtig. Weißt, wenn du tot bist, wenn dann genau. Wenn du gerade einen Anfall hast, dann weißt du, dass du gestorben bist. Das ist richtig so. Der Boss der Mine war wieder voll der Witz. Das sind die häufiger tatsächlich, ne? Ich kann mir nicht vorstellen. Du müsstest mal gucken, was zuerst kam, Ikarus. Kann auch sein, dass es genau andersrum war. Mitnehmen. Punkte kann man gebrauchen. Hallöchen. Das klappt wohl nicht, wa? Gibt nur 100 Punkte. Ja, man kann die Gegner hier anscheinend aufwecken. Zack. Problem ist, ich habe noch nicht genug dafür. Was für Schmuddelsachen, ultimative Penetration, weißt du doch. Was man so mit Schwertern macht. Zack. Bis zum Heft. Eindringen, ich bin ein Idiot. Die einfachsten Gegner treffen mich, weißt du? Das darf doch nicht wahr sein. Das sind alles Sachen, die, die Zeugen Jehova nicht glücklich machen. Warum trifft das die nicht? Kein Kommentar. An welche Kinder? Die, die um 22 Uhr einem Otter-Streamer bei Twitch zuschauen. Ich glaube, die Anzahl ist da sehr gering. Das ist knapp. Die lasse ich mal einfach Ritter sein. Was glaubst du, wie der Altersschnitt ist bei den Leuten, die mir zuschauen? Also der ist deutlich höher, als du denkst.
Davon abgesehen, dass ich das nicht frage, weil es mir auch egal ist. Und ich immer noch nicht verstehe, wie ein Stream FSK 18 sein kann, auf einer Plattform, die ab was 14 ist? Oder 13? Ja, man kann seinen Stream als nur für Erwachsene einstellen. Aber seien wir ehrlich, das ist genauso gut wie die Alterssperre bei Pornhub. Also, sie ist da, aber wenn mich einer fragt, wie alt ich bin, dann sage ich immer 18. Also, keine Ahnung. Das Bescheuerte ist, wenn die runterfallen, geben die keine Punkte. Das heißt, das ist verschwendet, wenn die runterfallen. Komm schon. Bin auch 18, ganz frisch geworden. Das, was da knackt, sind nicht meine Knochen. Zauberstab mit A-Scaling. Geil. Aber aus dem Dungeon. Moin Jai. Jai. Klar, Jai. Wie T. Moin Jai. Ja, super. Jetzt backt er sich durch die Tür durch, du Drecksack. Oh. Endlich die plus 9 Grenze gebrochen. Bei meiner Nahkampfwaffe und meinem Stab bin von plus 7 direkt auf 11. Geil. Nice. Ich bin zu blöd, um den auszuweichen. Ja, super. Die sind auch noch zu schnell, als dass ich da wirklich was machen kann. Ist mir egal, ich nehme es mit. Wie oft muss ich denn treffen? Ist egal, ich habe das Item. Es ist egal, ich habe das Item. Leute, ich bin mal ganz kurz weg. Ich muss was wegbringen. Bin sofort wieder da. Bis gleich. Ich lasse euch das Bild einfach. Und die Musik.
So, da bin ich wieder. Ach, Akutenshi, weißt du, was schlimm ist? Du redest die ganze Zeit von Elden Ring und ich... Ich würde auch gerne Elden Ring spielen. Aber ich will auch Zelda 2 spielen. Wieso? Das geht nicht. Bin ich schon wieder da? Ja, was glaubst du denn, wie lange ich brauche? Was glaubst du denn, wie lange ich brauche, um zu pinkeln? Weg! Entschuldigung. Meine Mama sagt immer, ich bin hübsch. Ikarus haut mich raus. Bin ich nicht sehr nett. Nein, 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 nein. Ich hasse dieses Gebiet. Die Gegner hier tun alle weh. Dein Ernst. Okay, aber wir haben das Item jetzt auf jeden Fall. Egal was es ist, ist glaube ich eine Leiter. Oh, Ziaudos! Du hast mich dazu angespannt, weiterzumachen. Unsere Richtungen sind total verschieden. Ja, das glaube ich auch. Eieiei, ei, ei. Alex auch noch dabei. Ach du liebes bisschen. Erstmal hier Effekt Overflow. Woo. Versteckt euch hinter den Ottern. Mal zusammen. Jetzt wollt ihr es aber wissen, ne? Jetzt wollt ihr es aber wissen. Moin Cyrados und wen haben wir da noch? Moin Alex. Hallöchen, habt ihr wieder Dings gespielt? Ach. Okay, mein Bot ist jetzt überfordert, weil ihr beide gleichzeitig kamt. Wie geht's euch? Und vielen, vielen Dank, Mandalorian und Alex Changer. Vielen Dank für eure Follows. Was ist denn jetzt los? Cyrados, kommen die alle wegen dir hier rein? Das musst du mir jetzt sagen. Moin Moin zusammen! Was ist denn? Womit habe ich denn 3 Raids innerhalb von 10 Sekunden verdient? Also bestimmt... Joa, Cyrados. Sowas musst du mir noch ankündigen. Ich muss noch meine Herztabletten nehmen. Na jetzt. Ich kann euch leider kein Pro-Gameplay zeigen. Habt ihr alle zusammen was gespielt? Wie heißt das nochmal? Mann, mein Bot funktioniert gerade irgendwie nicht. Ich weiß auch, glaube ich, schon, warum es nicht funktioniert. Aber wie geht's euch? Wie war euer Wochenstart? Ihr habt mit Halo Schluss gemacht? Das ist aber traurig. Was hat denn der Master Chief euch getan? Dass ihr mit dem Schluss macht? Geht's so? Oh. Cyrados, sag mir nicht, dass du jetzt auch positiv bist. Also, alleine diese Woche haben mir das jetzt schon 5 Leute gesagt. Und Fun-CEO oder Fun... Ist das CEO? Soll das so eine Anspielung an CEO sein? Oder ist es einfach ausgesprochen CEO? Bei mir ist alles super. Ich habe heute Montag, Retro-Tag und habe ein bisschen gerade einen Break von Elden Ring. Da geht es dann Mittwoch weiter. Auch wenn es mir in den Finger kribbelt. Kannst du deine komischen Knüppel mal für dich behalten? Wow! Tag. Das hätten wir.
bin gestern früh ins Bett und lag noch bis 1:30 Uhr wach. Okay. Weißt du warum? Also, weiß ich nicht, ob da... Ich hatte das immer nur, wenn ich irgendwelche Prüfungen hatte in der Uni, dass mich das wach gehalten hat. Ansonsten schlafe ich leider echt wie ein Baby. Das heißt leider. Ich schlafe halt wie ein Baby. Sio, einfach Sio. Alles klar, Sio. Hallo. Ich wollte einfach nicht schlafen. Kossig, jetzt ist Kossig auch noch da. Moin, Kossig. Bist du fertig mit Elden Ring für heute? Ach, du blöder Stalfoss. Geh weg. Geh weg. Was steht denn... Also, mich würde das mal interessieren, weil Zyrados weiß ich ja, was er ungefähr spielt. Aber Zyrados, du darfst mir gerne mal sagen und uns sagen, was denn jetzt bei dir auf dem Kanal kommt, wenn Halo Schluss ist. Oder meintest du nur Schluss für heute? Ach du liebes Bisschen, er kriegt einen Stein auf den Kopf. Und noch ein. Gar nicht so richtig gezockt, heute war Chilltag. Muss man sich auch mal gönnen, Kossig. Muss man sich auch mal gönnen. Immer wenn ich von links nach rechts gucke, denke ich, dass sich die Fenster bewegen hier. Oh Mann. Wow, Magi. Die nehmen wir mit. Magic. Blaue Flasche. Halo ist der Schluss für heute. Ich wollte gerade sagen. Das ist ja so dein Stable aktuell. Das Ding muss weg. Zack. Ja, Skyrim hast du ja angefangen und ich habe ja schon damals, als du es angefangen hast, gesagt, das wird dich begleiten für das Jahr 2022 bestimmt. Oh Mann, ey. Der Tempel hier ist echt nicht einfach. So. Und was kommt so bei Funcio? Nee, in die Richtung muss ich nicht. Da habe ich das Item, das habe ich schon. Weg. Ah, fuck! Nein! Ich bin ein Idiot! Oh, Kacke. Von hinten auch noch. Fast tot. Zack. Das ist echt kein Spiel, wo man sich gut auf den Chat konzentrieren kann. Yeah, super. Das wäre ihr Preis gewesen. Ich muss erstmal noch ein paar Clips erstellen. Montags Halo, Mittwochs Horror, okay. Was spielst du aktuell Horror? Ich habe zwar nicht viele Horrorspiele gespielt, aber vielleicht kenne ich's. Ich hasse diese Ritter. Ich weiß aber auch nicht. Es gibt da definitiv einen Trick, das weiß ich. Dafür habe ich zu viele Speedruns gesehen, als dass ich nicht wüsste, dass es einen gibt. Aber wie? Durch der einfachste Gegner im Spiel. Visage ist mega. Da habe ich sogar ein paar Clips bei mir. Visage ist mega. Es ist, also... Ich weiß nicht, wo du in Visage bist aktuell. Ich finde, Visage geht irgendwann in die Luft aus, aber an sich ist es ein mega geiles Game. Jetzt darf ich mich hier rauskämpfen. Während ich gegen diese blöden Hunde kämpfe.
Das ist ja ein spannendes Kämpfchen hier. Dein Ernst? Zack. Rüber, 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 rüber. Zack, kaputt. 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 Und raus hier. Bloß raus hier. Fuck, jetzt habe ich den Schild sauber gemacht. Horror pur, besonders das Kapitel mit der Kamera. Das Kapitel mit der Kamera. Ah, ich habe das, also an die einzelnen Stories davon habe ich echt wenig Erinnerung. Ich weiß nur, dass es ein extrem geiles Game ist. Was heißt denn die Leiter? Kann ich jetzt von Menden springen oder so? Ach, das ist keine Leiter, das ist ein Floß. Ich brauche ja ein Floß. Ah ja, wer kennt's nicht? Ein Floß aus dem Tempel mitnehmen, ne? Oh yes. Okay, so. Ich muss jetzt wieder mal, es sind ja so viele reingekommen und ich weiß, Eigenwerbung stinkt und keiner will sie haben und keiner möchte Werbung machen. Aber trotzdem mache ich es kurz. Ich sehe auch gerade, dass das Chat-Overlay falsch eingestellt ist, denn normalerweise sollten meine Bot-Commands da nicht angezeigt werden. Nein, ich muss es machen, Akutenshi. Ich muss es machen. Ich muss ja so ein bisschen tun, als ob ich doch mal die 300 Follower oder mehr haben möchte. So ein bisschen muss ich so tun. deswegen ganz kurz, herzlich willkommen bei mir erstmal. Ich bin der Herr der Otter, ganz offensichtlich. Zumindest wird mir das immer wieder vorgesagt. Da ich irgendwann mal auf die Idee kam, dass der Otter doch mein Maskottchen wird und es eigentlich nichts Süßeres gibt als Otter. Dementsprechend herzlich willkommen bei der Otterbande. An deinen Knebelvertrag, richtig. Genau. Und die Links, die ihr gerade gesehen habt, die sind einmal für mein eigenes Discord. Ich weiß, jeder Streamer hat eins, so wie ich auch eins habe. Nur da veröffentliche ich halt wie alle die aktuellsten Infos, was gespielt wird. Ihr könnt mir auch Vorschläge machen. Gleichzeitig, wenn wir mal ein Community-Event haben, werdet ihr da als erstes drüber informiert. Oder wenn wir mal etwas wie Draft spielen und ich Mitspieler suche. Dementsprechend da definitiv ganz praktisch mit reinzuschauen. Auch wenn da vielleicht nur im Hintergrund bei euch existiert der Discord-Server dann. Der zweite Link ist mein YouTube-Kanal. Der ist vor allen Dingen ganz interessant, weil ihr da sehen könnt, was ich alles schon gespielt habe. Denn ich lade alle meine Playthroughs, die wir hier zusammen spielen, in besserer Qualität auf YouTube hoch. Ja, als Folge geschnitten und dann halt mit, naja, ich kann hier mit 6000 Kilobit streamen und ich lade das da mit 120.000 hoch. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie der Unterschied ist. Vielleicht ein bisschen. Das ist das eine. Und gleichzeitig habe ich auch ein paar Clips, die ich immer wieder mal aus den Streams da reinlade. Was zum Lachen. Ist immer... Der greift durch die Wand an. Der greift durch die Wand an. Schnell weg hier. So. Genau, ansonsten, ich streame immer montags, mittwochs, freitags und sonntags, außer Sonderevents. Beginn ist immer 18:30 Uhr. Wir streamen immer so bis 01 Uhr. Außer freitags, da ist es mehr oder weniger Open End. Bis jetzt immer so 3 bis 4 Uhr eigentlich. Und jetzt ist ein Boss. Und ich sehe keinen Boss. Was? Komm schon. Oh, da ist der 300. Wer es auch immer ist, er macht mich gerade sehr glücklich. Ja, super. Ihr seht schon, dass ich richtig Spaß bekommen werde hier mit dem.
Alter, den werde ich doch niemals besiegt bekommen. Stirb, stirb, du bist weg. Stirb. Ich muss den noch viermal treffen, ne? Wer war Nummer 13? Oh, Fanzio, vielen Dank für dein Follow. Für die 300. Jetzt kann ich... Jetzt dürft ihr mir alle beim Leiden zugucken. Denn wenn einer den Text da liest, da steht Hot Sauce Stream. Ich bestelle mir 4 Soßen, die... Naja, ich glaube, die mildeste davon hat 20.000 Scoville. Und die schärfste hat irgendwie 300.000. Und ich werde die live im Stream essen. Und ich werde sterben. Ich werde schwitzen wie ein Spanschwerkel und ich werde sterben. Oh, da ist Fanzio aber schon weg. Falls du noch da bist, Fanzio, vielen, vielen Dank für dein Raid. Er ist noch da. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für dein Follow. Ich bin schon froh mit meinen 151 Follow auf meinem Kanal, wenn ich im Stream bin. Ganz ehrlich, Enno, die Zahl der Follower ist auch eigentlich fast egal. Sie ist fast egal. Hauptsache, du hast Spaß daran. Und ich meinte, man setzt sich ja einfach nur Ziele, ne? Es ist nicht so, dass ich bei den 300 jetzt, naja, mir plötzlich einen Porsche kaufen kann. Ist das ein nerviger Gegner? Bleibst du hier? Oh man. Hauptsache, das Pferd kommt auch auf der anderen Seite wieder raus. Der Boss hat 2 Phasen. Das wird überhaupt nicht nervig. Überhaupt nicht. Okay, wir gehen nochmal zurück. Zack, 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 zack. Yes! Yes! Mann, Drecksack! Ich hasse diese Ritter. Den RTW für dich bekomme ich noch organisiert. Mein Neffe arbeitet bei der Feuerwehr in Hennef, also... Ich krieg das auch hin. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und schon mal eine gute Nacht. Alles klar, Jack Apple. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Hoffentlich einen entspannten Dienstag. Ich sage mir immer, solange man selber Spaß hat am Spielen und den Chat unterhalten kann. Richtig. Ja. Am Ende ist das auch das Wichtigste. Man muss halt Spaß bei dem haben, was man macht. Alles andere kommt, wenn man es möchte. Irgendwann. Ich muss tatsächlich sagen, seitdem ich mit dem Stream angefangen habe, habe ich so viele Spiele gespielt, die
die ich da, glaube ich, alleine niemals gespielt hätte, die so geil waren, dass sich das alleine deswegen lohnt. Also jetzt unabhängig von Retro-Spielen, die ich, glaube ich, niemals alleine gespielt hätte. Also Chrono Trigger zum Beispiel habe ich gespielt, das habe ich davor noch nie angefasst. Mega geiles Game. Und ich bin auch froh, dass ich es gespielt habe. Zelda 2, ob ich darüber froh bin, das zu spielen, darüber könnte man jetzt streiten. Vor allen Dingen lernt man ganz viele lustige Leute kennen. Das ist hier, Twitch ist eigentlich wie eine Kontaktbörse für Gamer. Also für Gamer, die kein Date suchen. Wobei es da ja auch Leute gibt, die das dafür machen. Da steht keiner mehr? Okay, da weißt du schon mehr als ich. Bin da weg, viel Spaß noch. Alles klar, Martin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, nicht vergessen, du musst morgen noch Elden Ring weiterzocken, ne? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wie ich die Musik kriege. Was ist hier? Kokosnüsse. Ah, ich verstehe. Hallo! Moin, Lonman. Du kommst immer zur gleichen Zeit, kann das sein? Immer so gegen 10, 11 Uhr. Taucht ein Lonman auf. Ich gehe mal bitte weiter. Nein! Boah! Ich bin ein Idiot. Warum zauber ich denn nicht? Ich habe doch noch einen Zauber. Ich habe doch volles Mana. Und internationale Leute. Das ist richtig, Ikarus. Willkommen auf Naburu. War Naburu nicht auch das, wo man gut leveln konnte? Das war doch Naburu. Dort vor der Stadt kann man herrlich trainieren. Jeder Kampf bringt dir 150 Punkte Minimum ein. Gut, das heißt, hier können wir auf jeden Fall unser Charakter hochleveln. Ich weiß gar nicht. Auch nicht. Erstmal am Kopf geben. Erstmal auf die Fresse hauen. Mit Stiefeln könnt ihr am Wasser laufen. Was denn? Jesus Boots oder was? Aber wie geht's dir, Lon Man? Wie geht's dir? Want to get some water. Ja, wie denn? Kann uns nicht helfen? Ja, ich habe eben meine 300 geschafft. Das heißt, ihr könnt mir jetzt alle beim Verzweifeln zuschauen, wenn ich die Soßen hier habe. Ich habe einen Mann in Darunia vor den Inseln gesehen. Schön. Was bringt mir das? Okay, schläft. Ganz gut, nur etwas verkatert. Warst du gestern saufen oder was? Was passiert jetzt oder wann auch immer? Es passiert relativ simpel. Ganz kurz. Ich muss Hyrule retten. Das ist mein Plan, mein Freund. Warum wurden sie noch nicht vorbereitet? Weil ich das die ganze Zeit geplant habe, aber bis letzte Woche habe ich eine Projektabgabe auf der Arbeit gehabt. Und sagen wir mal so, da bist du froh, wenn du einfach mal den Kopf abends ausschalten kannst. Link faces the evil. Faces of evil.
Das ist das CGI-Game, ne? Ach, verkacken nur Jim. Ach so. Was? So schlimm? Also Zyrados, dir zuliebe würde ich es sogar als Community Goal machen. Und dann würde ich, glaube ich, lachen, weinen und fluchend hier rumsitzen. Okay, wie zur Kuckuck besiegt man die? Ich habe keine Ahnung, wie man die besiegt. Sag Bescheid. Ja, Kosik, komm auf den Discord. Da wird es auf jeden Fall eine Ankündigung geben. Ich werde auch eine Ankündigung auf Twitter machen. Und auf Instagram. Also eigentlich auf allen Kanälen, die ich habe. Und ich hoffe, ich habe zumindest das Gefühl, meine Community ist nicht so Clip-affin. Also ich krieg halt kaum Clips gemacht. Und ich selber kann halt nicht clippen. Ist im Stream ein bisschen schwierig. Ich hoffe, da werden auch einige Clips entstehen. Alter, wie... Kann man die überhaupt besiegen? Ich habe nicht das Gefühl, dass man das Ding besiegen kann. Das habt ihr gehört, oder? Irgendein verrückter Nachbar von mir. Bin ich aber weiß ja, wie das ist. Ja, das stimmt. Ich bin viel zu seriös. Was soll ich denn hier machen? Wer fährt denn so um 10 da los? Das ist ein Nachbar von mir, glaube ich. Der fährt aber immer so. Das hat nichts mit der Uhrzeit zu tun. Der fährt immer so. Nee, das ist richtig. Man ist nicht auf einem Discord. Kann mir einer die Frage von, also die aus, meine Frage an das, was Zyrados gesagt hat, beantworten? Das ist das CGI-Game, ne? Faces of Evil? Kann das sein? Weiß das einer von euch? Okay, also... Wie in drei Teufelsnamen besiege ich die? Ich kann die doch gar nicht besiegen. Hä? Ich habe keine Möglichkeit, den Schaden zu machen. Was? Okay, das gibt jetzt ein paar Punkte. Nicht CGI, aber ist das nicht CGI? Das mit dem komischen Anime? Das ist doch CGI. Mit diesen ganz abstrusen Animationen. Ja, es war handgezeichnet. Das ist richtig. Alles klar, Zyrados. Vielen Dank für deinen Multi-Raid. Wie anders kann ich das gar nicht nennen, ne? Und ich hoffe, dass du heute Nacht direkt einschläfst. Wie ein Baby.
Einfach Otter zählen. Mache ich auch immer. Funktioniert gut. Hier schnell mal heilen. Und dann ein bisschen weiter Punkte farmen hier. Arie. Ja, ich bin tatsächlich noch am Überlegen, wie ich das mache. Ich werde mir wahrscheinlich irgendwelche Chicken Nuggets besorgen, weil die am einfachsten damit zu essen sind. Ja. Das ist wieder so ein Gegner. Moment. Ich brauche irgendein Item, um die zu besiegen. Kann das sein? Ich brauche echt ein Item, um die zu besiegen. Verlinken? Was kannst du verlinken? Ach so, das Spiel. Ja. Das Problem ist, mein letzter Mod ist raus und ich habe Akutenshi noch nicht gemoddet. Das heißt, ich müsste das machen. So, Ikarus, ich modde dich. Ich gebe dir mal kurz die Rechte. So, jetzt kannst du es linken. So, Island Palace haben wir. Maze Palace. Ja, was zu erwarten? Oh Gott. Yes, modde mich. Na, na. Nicht so einfach. Ich muss definitiv Akutenshi mal Modrechte geben. Das wird der nächste Schritt. Du würdest powerhungry werden? Aber du weißt doch, wie das ist in dem Stream. Keiner hat mehr Macht als der Streamer. Das heißt, ich kann sie immer wieder nehmen. Also, müssen wir den Spell haben, um die zu besiegen? Weil aktuell kann ich sie nicht besiegen.
Nein, du hast ja nicht weniger Zeit, Akutenshi. Du siehst doch, wie entspannt das bei mir ist. Okay, die Skorpione kann ich auch nicht besiegen. Also entweder brauche ich mehr Schaden, ich brauche wirklich einen Zauber dafür. I don't know. Da bringe ich mehr Zeit in dieser Stadt als überall anders. Brauchst du zweite? Ich kann ja mal fragen, ob die eine haben. So, das sind diese komischen Augen. Sind die einfach anzugreifen? Nein, sind sie nicht. Harry Eyeballs. Gut, dass du an Augen denkst. Ich habe nicht an Augen gedacht. Also bei mir waren das erstmal keine Augen. Kommt her. Komm her, komm her, komm her. Ich bin der schlechteste Spieler unterm Herrn. Ernsthaft? Okay. Ja, ist ja nicht so viel, ne? Ich glaube, du musst dich in gewissen Körperregionen öfters rasieren. Ich dachte an Kokosnüsse. Ikaros. Wer von uns beiden hat diese dreckige Gedanken hier? Hä? Du oder ich? Ich habe nur gesagt, dass ich nicht an Augen gedacht habe. Ich, also, ne? Bitte, kannst gerne zurückspulen. Ich habe nur gesagt, ich denke, ich habe da nicht an Augen gedacht. Bei den Spaniern sind die grün und nicht braun und haarig. Ja, gut, das, da kann ich ja nichts für, ne? Ich weiß echt nicht, ob das die beste Variante ist, hier zu leveln. Bei dem hier. Experience. Was interessiert mich denn Experience?
Das ist das Statuengekribbel. Natürlich passiert das. Da sind sie wieder. Den kann ich nicht töten. So, was greift mich hier an? Auch Spinnen. Oder was auch immer das ist. Komische Tentakelviecher. Oh, jetzt kommen noch Goomba rein. Hallöchen, Goomba. Uppala. Okay, ich glaube nicht, dass wir das hier hochgelevelt schaffen. Hi, hi, Goomba. Du bist aber auch schon im Stream gewesen, wenn du mal unten guckst. Also, du warst schon anwesend. Game over.